Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Napoleon Total War mit Sizilien bzw. unserem wunderbar großen und mächtigen Königreich Italien, welches jetzt schon Osteuropa kontrolliert. Ja, und das kleine, schmächtige Mecklenburg hat uns den Krieg erklärt. Das wagen sie mittlerweile, uns herauszufordern, während wir hier mit riesigen Armeen an ihren Grenzen stehen. Signore. Und die Frage ist tatsächlich jetzt... Warten wir noch eine Runde, bis die Armeen wirklich gestärkt sind? Ich würde es schon sagen, weil dann hätten wir auch noch den Nachschub. Hier ist natürlich die Gefahr, dass die drei Kanonen, aber Kanonen brauchen ewig. Ich glaube, das können wir uns... Können wir wagen. Wir gehen einmal in die nächste Runde. Oh, jetzt haben wir hier eine schöne, große Armee aufgebaut. Also Mailand, der Norden ist gesichert, falls die Franzosen irgendwelche verrückten Pläne haben. Dann haben wir das auf jeden Fall alles abgesichert. Die Miliz darf raus. Dann haben wir 5x Kavallerie. Sieht solide aus. So. Gut, die Franzosen sind mal wieder am Zug. Mittlerweile haben wir ja wirklich nicht mehr mit vielen Krieg. Die Frage ist, ob uns irgendjemand wieder den Krieg erklären möchte oder ob sie unsere Stärke... anerkennen? Wieso ist gerade Napoleon mit einer riesigen französischen Armee nach Madrid in Spanien marschiert? Aber er hat nicht angegriffen, weil die sind doch auch verbündet. Was will der dort? Jetzt sagt nicht plötzlich, Napoleon möchte dann einfach Gibraltar erobern. Das wäre höchstgradig interessant auf jeden Fall. So, die Russen marschieren hier fleißig. Mit denen haben wir ja einen Frieden geschlossen, nachdem wir ein Drittel ihres Territoriums, denke ich, ungefähr erobert haben. Haben sie noch mal, sind sie nochmal mit dem Leben davon gekommen? Sonst hätten wir sie auch mit einem Feldzug langfristig ausgelöscht. Ja, die russische Flotte ist jetzt natürlich hier noch aktiv. Die hat sich erfolgreich aus unserem Griff ziehen können. Und die Franzosen stehen neben Hannover, neben den, die Preußen, meine ich, neben den Franzosen. Und die waren ja, glaube ich, miteinander im Krieg. Ah, hier haben wir ein paar spanische Schiffe. Ein Gebäude wurde sabotiert. Ah. Reparieren wir einfach. Das sind jetzt die Russen, die hier ein bisschen verbrannte Erde machen. Ein sächsischer Spion. Technischer Fortschritt. Oh ja, Working Living Conditions. Finde ich gut, dass das erforscht wird. In Siebenbürgen haben wir einen Spion. Packen wir mal hoch, falls es doch nochmal gegen Russland gehen sollte. Überfallene Handelsroute. Bauberichte wurden fleißig gebaut. Hier bauen wir mal das Magistrat aus. Und hier gibt es ein paar kleinere Probleme mit dem Volke. So, und jetzt... Genau. Die Kanonen wurden nicht rekrutiert. Kommen wir an der schwedischen Armee eigentlich vorbei? Weil mit denen sind wir ja im Frieden. Meint ihr, die fangen uns hier direkt ab? Ich komm, kann ich da einfach durchlaufen? Verdammt. Die fangen mich ab, bevor ich meine Verstärkungsarmee dazuziehen konnte. Mein Fehler. Schade. Na gut. Dann gibt es jetzt sozusagen die Feldschlacht. Mit dem, was wir haben. Im schlimmsten Fall muss dann die Armee, die wir noch haben, nochmal nachziehen. Okay. Es gibt jetzt also die große Schlacht gegen Mecklenburg. Ich weiß ganz genau, wen das jetzt sehr interessieren wird. Und ich weiß jetzt ganz genau, wer für Mecklenburg sein wird und nicht für uns. Aber das wird echt spannend. Wir haben nur 20 Truppen Unterschied. Also von der Masse sind wir so gut wie exakt gleich. Aber der Gegner hat keine Kanonen. Das ist unser Vorteil. Wir können also vielleicht etwas defensiver. Wir sind ja sowieso die Verteidiger, fällt mir gerade auf, oder? Sollte so sein. Die müssen als erstes aufstellen, wir als zweites. Den Kanonen können wir uns vielleicht ein bisschen verschanden. Sie haben halt 6x Kavallerie, wir nur 4x. Aber wir haben sehr viel Infanterie. Das ist eigentlich ganz solide, um uns vor der Kavallerie zu schützen. Und sie haben halt noch 2 Verstärkungseinheiten. Auf geht's! Die Schlacht von Schwerin 1808. Sie wird sicherlich in die Geschichte eingehen. Die Frage ist nur, positiv auf welcher Seite? Wird Sizilien und... damit Italien nicht mehr aufzuhalten sein und Manfredo Cassini, der große General Europas. Oder
Na, warte mal, ich bin dann doch der Angreifer. Weil ich abgefangen werde, bin ich trotzdem der Angreifer. Das finde ich jedes Mal sehr unschön dann. So, oh, das sieht schon wieder nach schlechtem Terrain aus für unsere Kanonen. Haben wir hier nicht irgendwie ein bisschen mehr bergiges Terrain? Alter, hier auch alles flach. Die haben einfach den Hügelbonus ein bisschen. Also wir könnten es tatsächlich einfach hier... Oh, das ist aber so niedrig. Was ist das hier? Das wäre halt leicht außerhalb dann. Das wäre wenigstens eine kleine Erhöhung. Die Frage ist halt, ich meine, wir sind der Angreifer, wie weit unsere Reichweite von hier aus wäre. Müssen wir mal kurz checken. Ich glaube nicht, dass die sehr hoch, sehr weit wäre, theoretisch, oder? Ja, die wäre knapp nicht mehr in Reichweite dann. Aber wie gesagt, falls sie uns angreifen würden, falls sie doch ein bisschen vorstürmen oder vorrücken, wäre das in Ordnung. Dann hätten wir hier wenigstens tatsächlich so ein bisschen höheres Terrain. Wie sieht's hier aus? Hier wäre das theoretisch auch möglich, wenn auch nicht perfekt. Da können wir halt links nicht so gut abschießen. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Achso. Warte mal, die müssen wir auch aufkotzen natürlich. Ein bisschen weiter rüber, bitte. Fanteria Rapporto! Bisschen zurück. Ah, ein bisschen nach vorne hier. Fanteria Rapporto! Probieren wir es mal so ein bisschen. Mal gucken, ob wir wenigstens so geradeaus durchschießen können. Ihr seht schon, was ich da denke. Okay, nochmal kurz gucken, wo haben die Gegner ihre Kavallerie? Hier ist ein bisschen was. Hier ist ganz viel auf der rechten Flanke. Dann werde ich das ebenso machen. Dass wir das hier so ein bisschen aufstellen. Dann die Voltigeri. Packen wir mal. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Damit ich jetzt hinzupacken. Ist halt gefährlich, wenn die eine Kavallerie runterstößt und wir treffen halt eh noch nichts direkt. Nee, machen es mal ein bisschen weniger riskant, würde ich vorschlagen. Packen hier was hin. So. Hier eine hin. Brauche ich auf jeden Fall hier direkt Infanterie. Dann kommt hier was hin. Mehr Infanterie. Mehr hiervon. Was haben wir hier noch? Der Rest ist auch noch eine lange Linie. Okay. Nehme ich auch gerne. Dafür gehen wir noch hier rüber, bauen auch noch eine Linie auf. Weil die Frage ist, ob wir nicht eine Infanterie Zentrum haben möchten, zum Schutze so ein bisschen. Ja, das ist gar nicht so dumm, glaube ich. So, wenn wir die zum Schutz hier noch haben, ist das ganz ordentlich auch. General. Hier hinten hin. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Hier kriegen wir jetzt noch einen General als Verstärkung. Auf was schießen meine Kanonen jetzt automatisch, frage ich mich. Oh, die können sogar hier schön drüber schießen. Oh mein Gott! Jawoll! Das war ein guter Treffer. Solide. Ja doch, die treffen ganz in Ordnung. Wir werden mal auf den General schießen. Vielleicht treffen wir da ein bisschen was. Der Vorteil ist jetzt halt auch, wenn wir offiziell doch als Angreifer gelten, die müssen zu uns kommen, weil... Ah, halt! Stopp!
Weil wir haben die Kanonen. Na, schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Der General, die Verstärkungseinheit. Der läuft mir genau ins Messer. Das ist ja hervorragend. Ach hier, das sind die Nahkämpfer, die ich hier habe. Ich will jetzt meine Fernkämpfer nicht einsetzen, weil manchmal schieße ich mich da selbst über den Haufen. Und da muss doch tunlichst aufgepasst werden, dass das nicht geschieht. So, die scheinen hier auf jeden Fall so ein bisschen vorzurücken. Haben auch die Truppen so ein bisschen verschoben. So, das sollte es gewesen sein für diesen General. Ah, das Schöne ist, wir können jetzt auch die nächste Infanterie direkt empfangen, die da kommen sollte. Machen wir das mal schnell. Die werden da, denke ich, kommen. So, treffen denn meine Kanonen schon den General zufällig? Wo ist denn der General eigentlich? Wir haben den General getötet, ah, Sir. Wir beide erwischt. Jetzt werden sie aufgeben. Kann das sein? Ja. Hervorragend, wir haben beide erwischt. Jetzt greifen wir noch die Kavallerie vor allem an. Die macht mir gerade die meisten Sorgen. Kommt schon der Nachschub? Ja. So. Gehen einfach direkt in den Nahkampf. Ich hoffe, das sollte reichen. Komm, 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 komm. Na, los, los, los. Kavallerie. Weil das erstmal alles noch solide. Ich muss jetzt wirklich nur ein bisschen auf die Kavallerie achten. Das ist meine größte Gefahr gerade. Ah, die geht jetzt auf meine Kanone. Das ist nicht so geil. Ich kann schon stark für den Flug fliehen, aber meine Kanonen laufen auch weg. Nein! Stopp! Verflixt. Ja, das war nicht beabsichtigt. Jetzt können die nicht mehr schießen, oder was? Komm zurück! Nein! Ah, verdammt! Die Kanonen wären schon wichtig gewesen jetzt. Die haben ein paar gute Treffer gelandet, aber die schießen jetzt auch nicht mehr, ne? Glaube ich. Hier wird schon geschossen. Das können wir auch. Vorrücken. So, aus dem Karree rausgehen bitte, Männer. Und auch hier vorrücken. So, hier drüben haben wir, glaube ich, alles erledigt. Wird jetzt unsere Kavallerieüberlegenheit mal kommen. So. Hier ist leichte Kavallerie. Ah, okay, verstehe. Drücken wir hier mal über die Flanke vor. Ich muss halt hier im Karree bleiben, falls sie doch andrücken. Soweit ist es aber erstmal in Ordnung. Es ist halt sehr ärgerlich mit den Kanonen. Die ziehen wir dann tatsächlich auch ein bisschen zurück. Ich will jetzt nicht sinnlos gefährden. So. Treffen wir hier überhaupt? Das sind auch die. Okay, da wäre es natürlich Kavallerie sinnvoll, eine hier drüben zu haben. Können wir leicht erledigen. Ja gut, auf eine Linie. Was zum Geier? Ich habe die doch da drüben hin. Ja, jetzt müssen sie leider halt nicht mehr mich angreifen, jetzt muss ich in die Offensive gehen. Aber solange die mir hier es einfach zulassen, dass ich einzelne Verbände von ihnen angreifen kann, das ist ja auch hervorragend, dann rücken wir mit dem restlichen Zentrum einfach ein Stück weiter vor, um
das abzusichern. So. Oh, ist da nicht eine Mine? Nee, hier ist keine Mine, oder? Ich habe irgendwas Rotes gesehen, aber ich glaube, ich bin getäuscht. Hier ist KW, ja. Dann habe ich neue Pläne mit meiner Kavallerie. Dann werden wir uns schön mal hier hinten bitte einmal sammeln. So. Die Infanterie hat ganze Arbeit geleistet, meine Herren. Wir können jetzt halt auf breiter Front vorrücken. So machen wir das auch bitte. Wir werden hier nicht abgefangen, oder? Ne, alles gut. Da drüben schießen wir noch fleißig. Par excellence. Ne, welche Einheit? Oh, da kommt wieder ein bisschen Kavallerie. Repel. Hier hoffentlich hier auch keine Pfähle oder so. Ich habe wenigstens keine gefunden. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Die Kavallerie ist so schnell. Wollen sie jetzt angreifen oder nicht? Na, wir bilden los. Ich würde gerne diese Kavallerie auseinandernehmen. Die ist nämlich schön alleine und einzeln. Sag mal, wir schießen doch jetzt hier. Ich treffe die immer noch nicht, oder was? Jetzt kann ich wieder zu. Vorrücken. Bauen jetzt hier. Jetzt fliehen sie aber. Perfekt. Sehr schön. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, jetzt kommt auch noch mehr. Okay, die einen fliehen aber schon. Das ist gut. So, jetzt müssen wir mal hier wieder vorrücken. Aus dem Karree wieder raus. So, vorrücken. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ich bin noch nicht so sicher, wie ich es sinnvoll vorrücken. Probieren wir es mal noch so. Das sollte ich bitte länglich hinstellen. Dankeschön. Das sieht soweit alles solide aus. Hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Mit meinen Plänkern, weil da kommt jetzt die ganze Kavallerie. Meine Kavallerie hier aus. Angriff. Ja, die ist schon geschwächt, meine Kavallerie. Huch, Karree bilden. Aber soweit aber alles im Griff. Würde ich behaupten. Die fliehen auch schon. Sehr gut. Raus aus dem KW.
Vorwurf, ne? Kavallerie wird auch abgefangen. Der würde ich gern verfolgen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Noch ein bisschen durchhalten, Kavallerie. Das kriegen wir alles hin. So, hier können wir das Feuer eröffnen. Perfekt. Vorrücken. Können wir hier was rein? Was so? Machen wir schon einfach auch noch so. So, hier müssen wir ein bisschen weiter vorrücken. Zentrum vorrücken. Schließt sie jetzt bitte. Das auch schnellstmöglich. Ja. Hier sind halt auch ein bisschen zu schnell unter feindlichen Linien gelaufen. Das habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. So, ihr dürft euch dann jetzt aber hier mal ein bisschen sammeln noch. Und zwar langsam. Geht sie euch hier zurück, das wird sonst nichts. Jetzt nicht über. Ja, wir dürfen nicht zu vorsichtig werden. General nach vorne. Ein bisschen weitere Aufstellung bitte. Zwar die Infanterie, aber ich gewinne hier das Kavallerie-Duell. Okay, wir rücken vor. Also die Mecklenburger leisten. Unsere Männer fliehen, Sir. Widerstand. Oh. Ich sehe jetzt, dass das da falsch sind. Wollen die in den Nahkampf gehen? Ich hoffe nicht. Schon wieder so falsch aufgestellt. So, jetzt haben wir. Ja, das ist schon so fleißig. Ja, die einen fliehen leider. Für die Gardeinfanterie ist nicht so schlau, glaube ich. Mit Kavallerie jetzt zu verfolgen. Schießen schon auf sie drauf. Das ist in Ordnung. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen vorrücken. Ja, wir müssen jetzt hier mal allgemein ein bisschen weiter wieder vorrücken. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Eine Infanterie wird dafür frei. Ich weiß nicht, wie wir hier im Schloss packen. Ja, hier oben laufen sie auch in mein Sperrfeuer rein. Boah,
mal wieder wunderbar umstellt. Wir haben keine Chance zu fliehen, die Mecklenburger. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Den kriege ich vielleicht mal einen Schuss ab, aber das ist nicht so schlimm. So. Ah, diese Garde ist nicht unangenehm. Ich könnte hier mal ein bisschen reinstürmen und die Moral brechen der Feinde. Ich danke hier sowieso schon. Also es ist nur noch zwei große Einheiten, glaube ich, die mir noch Probleme machen könnten. Gerade, aber das sieht aus meiner Sicht sehr solide aus. So. Die Garde ist ja sowieso hier beschäftigt. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Die Automoral ist auch rot. Oh ja, oh ja, Massenpanik. Ja, Massenpanik, die höre ich gerne. Massenpanik, die höre ich gerne. Schießt sie nieder, Männer! Nieder mit diesen aufständischen Mecklenburgern! Die glauben, sich uns in den Weg stellen zu können! Für Sizilien! Für ein Italien, welches für Europa herrschen wird! Mäht sie nieder! Jetzt demoralisieren wir sie. Ein Zitat übrigens aus der Patrouille. Ach, hier die Infanterie ist übrig. Feuer frei. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja, das ist ein großes Problem. Da werde ich einiges an Infanterie leider verlieren, denke ich mal. Ach, die können eh nur noch nachkampfen, dann lassen wir es mal. Wir sind eher auf der Flucht. Ich glaube, die Garde erwische ich so jetzt auch. Denke ich mal. Einfach mit meiner Kavallerie. Das sollte so aufreichen jetzt. Schaut es euch an. Über die fliehende Garde noch davon reitet. Meine glorreiche Kavallerie. Die haben doch keine Chance. Alle fliehen sie jetzt hier, die Feinde. Gut, das können wir uns mal ein bisschen vorstellen. Ich muss ja jetzt in dem Fall Continue machen, weil die fliehen ja in die Hauptstadt. Und je weniger hier fliehen können, umso besser. Deswegen müssen wir jetzt hier noch verfolgen, was geht. Es gibt ja hier keine Fallen. Das ist ja Plus. Das heißt, der General darf auch mal ein bisschen was verfolgen. Los, General! Ich habe Angst, dass ich wieder meine eigenen Leute abschieße, deswegen aufhören zu schießen, bitte. Zwei Einheiten übrig. Und der General macht wahrscheinlich mal wieder irgendwie nichts und steht nur rum. Feuer einstellen. Feuer einstellen. Der General klärt das hier. So wenig wie möglich hier noch fliehen können. Und die Karten! Erfahrungsupgrade bekommen nur durchs Laufen. Auch nicht schlecht. Okay, die haben wir alle erwischt. Oder fast alle erwischt, das ist ja. Hier flieht doch auch noch jemand. Jetzt war es das hier. Da fliehen noch 9 Stück. Hier sind es noch 14. Hier noch 3. Hier drüben flieht auch noch jemand. Ach Gott, süß, ein Einzelner. So. Hier sind es 2. Gut, die 2 können von mir aus fliehen.
Wo ist denn die andere Einheit hier? Der einzelne noch? Das war's. Der letzte Mecklenburger. Der neue Sat.1-Filmfilm. Da geht er dahin. Das war doch kein knapper Sieg. Das war ein glorreicher Sieg für Sizilien, Italien. 800, ja, gut, es gab 845 Verluste. Ne? Das ist jetzt nicht ein Kinkerlitzchen gewesen. Also die Mecklenburger haben sich schon stark und stolz verteidigt. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Pronti, in marcia, i vostri ordini, vostra maestà. Avanti, in marcia, i vostri ordini, in attesa di ordini. Avanti, signor, per il paese, la corona. In marcia, so. Also, sie wollen nicht kapitulieren. Naja, gut, das machen wir automatisch. Victory! Damit ist Schwerin Mecklenburg eingenommen. Oh, jetzt ist natürlich die Frage. Werden wir es wieder befreien als Protektorat, wie wir es mit den anderen deutschen Staaten gemacht haben? Oder nehmen wir es ein dafür, dass sie es gewagt haben, uns den Krieg zu erklären? Uns, während wir so stark und mächtig waren. Ich muss gestehen, ich glaube, ich bin fürs Einnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das denen nicht gönnen. Nein, es wird kein Mecklenburg mehr in meiner Welt existieren. Sie haben es gewagt, sie sind gescheitert. Mecklenburg existiert fortan nicht mehr. Sie mögen jetzt revoltieren, minus 13, ich habe es schon gesehen, aber sollen sie doch kommen. Sollen sie doch kommen, wir werden sie zurückschlagen. Ich kann sogar schon in Berlin Geld machen, oh nice. Eins kommandieren bei Belagerungsgefechten. Sehr gut. Ja, die diplomatische Lage läuft und wir können jetzt sogar mit Schweden Handel treiben. Wieso haben die eigentlich mehr Technologien als ich? Ja, das vielleicht nicht. Nee. Ja, jetzt treiben wir auch Handel. Und haben noch eine Artillerie-Technologie bekommen. Sehr schön. Oh, hier gibt es sogar gelbe Verstärkung. Das ist doch wunderbar. Genau, mit Dänemark sind wir jetzt auch im Krieg. Und da haben wir jetzt auch einen direkten Weg zu denen hin. Aber wir müssen erstmal natürlich noch ein bisschen in Mecklenburg bleiben. Das steht natürlich auch außer Frage. Sehr schön. Gut, gut. Ich würde sagen, dann war es das erstmal mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir mal unser ganzes Geld sinnvoll investieren und ausgeben. Dann wird es erstmal den Feldzug wahrscheinlich doch gegen Dänemark geben. Und die deutschen Staaten hier haben nochmal Glück. Die kommen erst nochmal davon. Außer natürlich, wir machen einen zweiten Feldzug auf mit dieser Armee, die wir hier gegründet haben. Das ist aber sehr viel leichte Infanterie und sehr viel Grenadiere. Also da sind wir halt gegen Kavallerie anfällig, wobei da haben wir auch viel dabei und eine Kanoneneinheit. Muss ich mir dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber gut, es läuft sehr gut. Wir sind äußerst guter Dinge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar. Und lasst ein Like da, würde mich freuen.